Spielspanner begrüße ich euch zu einer weiteren Runde CSGO. Wieder auf der Operation Bloodhound, die Map. Habe ich jetzt vergessen zu gucken, wie sie heißt. Tut mir leid. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall eine neue Map. Na, das hat er geflasht. Das ist durch Bombe. Wo sind hier die Gegner? Wo sind hier Gegner? Ja, aber die kommen gleich eh alle wieder auf mich. Da will ich wieder, da sag ich wieder. Warum sind jetzt hier die Gegner? Okay, ich hab einen. Okay, das ist noch Hostage Map, das weiß ich jetzt auch. Nehme ich die mit. Wir werden weggeklaut. Letzten Clip schon noch geholt. Natürlich konnte ich jetzt nicht die Hostage befreien. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Hätte zwar mehr Punkte gegeben, aber ich bin sowieso jetzt mal wieder Erster. So muss es sein. Und nicht anders. Gut, dass dann die es drauf haben, also die es wirklich drauf haben. Ich krieg sie natürlich nicht hin. An der P90 habe ich ja nicht einmal getroffen. Ich glaube, ich ziele auch einfach zu tief. Muss halt mehr auf den Kopf zielen. Und dann kann man da oben nicht dem Schaden zufügen. Kommt Leute, macht mal hin. Dort kann man nicht rein. Ja, auf unseren Spawn kann man anscheinend nicht mehr drauf. Einmal runter geht es nicht mehr hoch. Denn hier die Landeplatz. Oder? Muss man da nicht die Hostage hinbringen? Ja, keine Ahnung. Ne, davor kurz, ja. Das ist diese rote Linie, muss man sie hinbringen. Und zwar die UMP. Wir müssen ja immer was anderes ausprobieren, ne? Könnte ich mal das Leiche spielen. Mal gucken, wo es hier unten lang geht. Okay, einen habe ich mitgenommen, einen anderen nicht. Da wusste ich natürlich jetzt, dass ich bin. Dass ich dort bin. Schade, weil ich wieder am Anfang der Runde tot bin. Boah, naja. Was soll's. Ich kann natürlich auch nicht so viel reden. Also ich rede ja schon nicht so viel. Aber wenn ich natürlich weniger reden würde, würde ich eventuell auch die Gegner besser hören. Ja, jetzt hier habe ich den einen ja schon gesehen, dass er dort reingeht. Ich wusste nicht, dass er jetzt dort rauskommt. Also. Das war das andere. Deswegen hatte ich da. Ja, doch so einen kleinen Vorteil, dass ich ja wusste, hier ist ein Gegner in der Nähe. Aber natürlich könnte ich auch die Gegner alle nur erhören. Da muss man natürlich leise sein, kann man nicht reden dabei. Und so ein Zielvermögen brauche ich auch mal. Einfach hinhalten, abdrücken, zack, weg. Yoshi. Der hat ein Messer. Ein ordentliches Messer. Ein teures Messer. Und ein USP Orion. Als Pistole. Ja, das war glaube ich die Orange. Jawohl, genau. Die Orange. Ja, die sieht ziemlich nice aus, finde ich. Und der letzte verbleibende Gegner ist schon am Spawn. Und
So, wo er jetzt die Geisel hinbringen muss. Wenn er da raus will, kann er. Okay, dort geht's auch raus. Ja, der andere wird den jetzt wegholen. Oder? Sieht er den dort? Okay, du musst einfach nur das Teil dort hinbringen. Über die rote Linie. Jetzt kann man zum Beispiel Okay, so geht's auch. Das hat der andere gar nicht mitgekriegt. Kann er ja gar nicht. Das muss ich schon merken. Oder muss man drauf aufpassen, wenn man dann selbst mal am Verteidigen ist. Dass man dort dann aufpasst, dass von dort keiner kommt. Was ist denn los, Alter? Okay. Der ist auch weg. Ist hier ein Gegner? LOL! Und dieser mit dem einen Schuss, ey. Die Runde hat so gut gestartet und jetzt bin ich schon wieder irgendwo weiter unten. Das wird einfach nix. Und wenigstens die Runden, diese scheiß Wartezeit überspringen könnte. Ey, die gehen so auf den Nerv. Und dieses ewige Warten, bis sie irgendwann mal fertig sind. So, der ist jetzt tot. Jetzt kommt der andere, jetzt werden sie sich sehen. Jetzt. Bam, bam, bam. Das war's jetzt auch wieder. Die Terroristen haben gewonnen. 3-1 steht's. Mein Granateneinsatz ist auch. Sensationell, ne? Ich werf die immer und das ist. Bin ich dann tot. Okay, da ist keiner, oder? Okay, da war jemand. Mann! Ja, dann treffen wir mal viel besser. Oder ich bleibe einfach jetzt mal ganz weit hinten. Und gehe jetzt mal nicht vor. Könnte ich aber vielleicht was hinkriegen. Okay, das ist alles jetzt beschleunigt. So, nächste Runde. Ich gehe mal hier lang. Guck, wie es da ist. Da wird jetzt garantiert gleich Gegner kommen. Ich will weg. Und dann war's das. Mit der Runde. Oder auch nicht. Fuck this shit. Das war knapp. Ich weiß nicht, ob jetzt noch jemand ist. Ich trau mich nicht. Okay, hier ist keiner mehr. Einen Gegner gibt's noch. Okay, das war's. Ich habe meine Runde überlebt, Leute. Überlebt, eine Runde überlebt. Ey, Wahnsinn. Bis jetzt auch nie. Aber es ist ziemlich selten, dass ich mal irgendwas überlebe, dass ich überhaupt mal einen Kill mache. In der Runde. Ist schon eine Sensation.
Ja, wieder schön geflasht. Ich habe einmal genommen. Wo ist der andere? Der stand da unten irgendwo. Nein, wo war er? Was? Der kann durch die Wand durchschießen oder was? Ah ne, der hat zugemacht und ist dann schnell wieder weggegangen. Get wrecked, Mirol. Ja, der kann ruhig mal verrecken gehen. Eine AWP in so einem verwinkelten, auf so einer verwinkelten Map. Ja gut, wenn er meint, er kann es anscheinend. So, und jetzt... Ah, das war's. Pant hat auch eine AWP. Alle haben sie eine AWP. Gegner. Mann. Das ist doch langweilig. Muss doch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Na gut, ich mit meiner P90 die ganze Zeit braucht da nichts sagen, aber. Ja. Ist schon. Es gibt einfach so viele AWP-Spieler, die nur AWP spielen. Ich sehe hier aber nichts gerade. Ich stehe schön im Rauch. Mann, ey. Was? Ich hab den nicht einmal getroffen. Oh lol. Das kann sein, dass ich dort gegen diese Kante die ganze Zeit geschossen habe. Das ist natürlich nicht so toll. Ich hab gewusst, dass dort einer steht. So, abwechselnd hier mal wieder Bitzen. Ich weiß nicht, ob die jetzt besser ist oder so, muss halt jeder für sich wissen. Diese ganzen Camper dort. Sie sind alle tot, jawohl. Ich musste nichts machen. Das freut mich natürlich, wenn ich nicht viel machen muss. Oh lol. Ein Gegner gibt's noch, der ist. Weiß nicht, wo der ist. Das ist ja hier unten, ist irgendwo rumcampt. Da muss ich aufpassen. So, jawohl. Er war ja hier irgendwo vorne. Hier in dem Raum irgendwo drin. Hab's doch gesehen auf der Minimap. Da bin ich aber schnell nur noch in die Rettungszone gerannt. Da war mir das egal, was dann dort passiert. Leute. Ja, sehr gut. Das ist einer. Was? Ach, ich habe ihm wenigstens zwei Treffer gegeben. Er hat nur mit einem Treffer an der mich wieder gekillt. Ja, ich hatte nicht mehr volle Leben, aber trotzdem. Jawohl. Weißt du, welchen AWP-Spieler freue ich mich immer, wenn die schön gewonshottet werden. Polar-Karmo. Ja,
auch ein schöner Skin. Ist jetzt zwar so ein relativ Standard-Skin, Armee-Tarn-Skin. Aber ist doch interessant. So, überhaupt das mit den Skins finde ich interessant. Dass sich da Leute Mühe machen, Skins zu bauen, Skins zu designen. Und dass sie dann damit Geld verdienen können, ist schon eine gute Sache. Ja, und nebenbei verdient halt Valve dabei. Ordentlich an den Skins. Denn CSGO kostet ja 13 Euro, 14 Euro. Ja, ungefähr ein bisschen weniger als 15 Euro. Und ja, es ist, wenn man mal sieht, dass die Messerskins 300, 400 oder 200 Euro kosten. Ja, es sehen ja, da verdienen die doch an den Skins einiges. Also klar, an den Skins jetzt an sich verdienen die ja bei dem Verkauf, weiß ich nicht wie viel verdienen, nicht so viel. Verdienen ja meistens den, es verdienen ja das meiste Geld, glaube ich, an den Skins die Verkäufer, also die User, die Spieler. Valve verdient da immer nur einen Bruchteil paar Cent dafür, pro Skin, der verkauft. Aber das ist, bei der Menge an Skins ist es doch schon einiges. Und dann verdient ja an den ganzen Kisten, also an den... Was, wo kam der her? Okay. Ja, schön und vercampt, gesehen, ich habe den nicht gesehen. Ich konnte ihn irgendwie nicht sehen, ja. Guckt euch das an. Wie will man den dort denn sehen? Wenn er sich so dort hinter vercampt. Dass wirklich nur der Kopf rausguckt. Das ist logisch, dass ich den nicht sehe. Ja, aber die, also, wo war ich stehen geblieben? Ja, Valve verdient an den Schlüsseln für die Kisten. Das sind ja die, das sind die ja die einzigsten Verkäufer. Und ich habe, gut, da weiß ich jetzt nicht, wie viele Spieler wirklich Schlüssel und Kisten kaufen. Aber es sind, denke ich mal, auch schon einige. Das wird dann ihr Hauptumsatz sein. Also in dem Spiel CSGO. Ihr verdient ja mit Steam noch so viel. Und das war ein schöner. Ah, schade. Ich hätte auch gedacht, die beschließen sich jetzt noch und da wäre kein Tor dabei rausgekommen. ...6-5 steht's für uns. So. Leute, warum hab ich den nicht gekriegt? Ich hab da drauf geschossen. Nein! Blöde Position hier. Jawohl. So muss man den umlegen. Nein, das ist zu weit gewesen, oder? Den habe ich schon gesehen. Nächste weg. Leute, habt ihr das gesehen, wie viel ich jetzt umgelegt habe? Das war natürlich eine geile Runde. Dauerfeuerabend, teuer zwar, aber es ist egal, es hat sich gelohnt. Er mit seiner AWP oder was das, was er von einem Scharfschützengewehr hatte, wusste gar nicht, wohin mit ihm. Er wusste gar nicht, yo, was geht hier ab? Ich wusste echt nicht, wo oben und unten ist. Jetzt sieht man hier gerade echt gar nichts. Ja, das ist nice. Oh! Ja, jetzt habe ich wieder zu spät gesehen, dass da einer stand. War ja alles so gesmoked davor. Komm schon, Leute, hier, meine Counter-Terroristen müssen gewinnen. Jawohl, das sieht gut aus.
5 gegen 1. Sieht gut aus. Jawohl. So, ich habe gewonnen. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Zocken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.